So, jetzt wirst du dann, damit du einfach mal das vorstellt, was ist das Immersion Lab? Haben wir hier ein kleines Video. We are really very excited about opening this UiPath Immersion Lab. It will make a huge difference for our customers to be able to explore some of these technologies that we're integrating or even see some of our new features of our product. We're gonna weave together machine learning, AI, intelligent OCR, RPA into business solutions that will help businesses change the way they do their tasks forever. We have spent a lot of time in researching those technologies. We have spent a lot of time in creating solutions together and creating showcases. I think it's going to be very important for our customers to have the perfect setup to show these solutions to everyone and to guide them through what results they could get from those solutions. And what better place than the lab? We're gonna build together with our partners prototypes so they can bring their own data inside the lab. We can play with those tools, we can try different methods, different applications to see which one actually works for their business challenge. The primary focus of Global Services is to help our customers and partners along their automation journey. And increasingly that means we will need to work very closely with complementary technologies. And I see the lab as playing a critical role in keeping our own internal people up to date with the, you know, ever-growing array of technologies in the market, and also being able to bring those to our customers and bring our customers here to the lab to work with our technologies. Let's talk about you, UiPath. I think we'll all have lots of fun here. The space is built to play, to actually touch things, to feel them, to get an understanding of how simple they really are and put them into the real world. It's one thing to tell our customers about process automation and what you can do with it. It's another actually to really show it. So what we're doing here is enabling the show of how process automation and the art of process automation is going to look like. That requires a lot of work, a lot of different teams within UiPath to make it really graspable for our customers. Oh, das war sozusagen einfach mal zusammengefasst, was das Lab macht. Worauf spezialisieren wir uns im Lab? Wir haben ja am Anfang gesagt, kognitive Services sind immer eine Herausforderung. Alles, was auch zur Skalierung beiträgt, also das, sagen wir mal, wie kann man die Implementierung von Automation beschleunigen, welche Hilfe, welche Methoden kann man noch anwenden. Wir werden auch ein neues Tool vorstellen in Q4, das wir jetzt dann auch schon sehr früh testen. All diese Sneak Peeks sozusagen von neuen Features kann man dann bei uns im Lab sehen. Also Sie sind gerne eingeladen, in unser Lab zu kommen. Und dann können wir sozusagen Ihnen verschiedene Sachen vorstellen, um einfach Ihnen zu zeigen, was sozusagen kommt, das wirklich einen Impact hat auf Ihren Betrieb. Also gibt auch neue Methoden, das Ganze zu beschleunigen von der Implementierung. Aber auch, wie operiert man eine Plattform mit mehreren Tausenden von Prozessautomationen entsprechend. Das sind die drei Hauptthemen, die wir adressieren im Lab. Das heißt also, die verschiedenen Cases, die unsere Kunden gerne sehen möchten. Die möchten verstehen, okay, welche verschiedenen Beispiele mit Intelligent OCR, auch für verschiedene Technologien. Es gibt ja welche, die sind also, wie gesagt, die Template-based sind, wie Abby, oder wir nehmen Effisoft oder andere Technologien, die eben nicht, sagen wir mal, auf Templates basieren oder vielleicht auf mehreren Machine Learning Models und dergleichen oder eben ein eigenes Modell. Decision-Making, ja, also so ein Predictive-Modell, um eben Entscheidungen zu fällen und auch ein Loopback in das Machine Learning Model reinzubringen, das dann auch die Models wieder weiter optimiert und dafür sorgt, dass sie immer dazulernen. Diese ganze Loop ist alles RPA. Das Automation First, diese ganze, also wie sieht denn eigentlich Automation First in Realität aus? Und das ist auch etwas, was wir vor allen Dingen in unserem Lab zeigen.
die ganzen Sneak Peeks, das Autoscaling, da haben wir also auch verschiedene Beispiele, wie wir zum Beispiel in der Azure-Plattform automatisch die VMs mit vorgefertigten Robots hoch und runter skalieren, wie auch immer es gebraucht wird. Wenn der Orchestrator sieht, er hat nicht genug Roboter, dann dementsprechend die Robots einfach mit den VMs automatisch zur Verfügung stellt. All diese Dinge können wir Ihnen zeigen in unserem Lab und Sie können sagen, welche bestimmten Bereiche für Sie besonders interessant sind. Die Dienste, die wir sozusagen im Lab bereitstellen oder Ihnen zur Verfügung stellen, sind, wir haben also eine Session, die heißt Strategic Immersion. Das ist sozusagen ein ganzer halber Tag, in dem wir verschiedene Demos machen. Wir dann auch praktisch danach gleich ein paar strategische Diskussionen. Diese Demos sind wirklich End-to-End-Solutions, also von einem Chatbot, mit dem man anfragen kann, wie viele Tage, also man möchte seine Tage Urlaub planen, das Ganze, sagen wir mal, wird dann bestätigt von dem Manager. Und also dieses ganze Rollenspiel spielen wir voll durch mit allen verschiedenen Technologien im Zusammenspiel und das triggert immer unheimlich viel Ideen und Appetit auf, wie man jetzt neuere Applikationen oder Automation einbringen kann. Dann haben wir den Immersion Workshop. Das geht dem ein bisschen länger, weil da bringen Sie praktisch ein paar Daten, etwas anonymisiert natürlich, mit oder Beispiele, an denen wir dann konkret arbeiten, die wir dann mit den verschiedenen Technologien ausprobieren können. Und wir können dann das wesentlich konkreter machen, was man in der ersten Service Session hier Strategic Immersion macht. Und dann haben wir Innovation-Projekte, die sind wieder umfangreicher. Da werden wir verschiedene Lösungstechnologien zusammenbringen und die dann mit Ihnen und zusammen und mit Ihrem Team zusammenstellen. Das funktioniert so, dass wir erstmal so ein generelles Brainstorming machen. Was ist also eine super interessante Use Case, die Ihnen hilft, sozusagen das Automatisierungsprojekt weiterzubringen? Wenn wir das sozusagen einen Lockdown gemacht haben, dann fangen wir an, alle Stakeholder einzuladen von Ihnen und entsprechend schon Lösungen zu zeigen, die vereinzelt, so punktuelle Lösungen, die vereinzelt einen nachher Teil dieses ganzen Prototyps werden. Das stellen wir dann vor, da machen wir wirklich einen Solution Day, stellen auch klar fest, wann, wie, wo wir uns treffen. Wir kommen nämlich zu Ihnen dann in Ihren Betrieb und bilden dann, in den meisten Fällen machen wir das für Machine Learning Modelle und bilden dann mit unserem Team praktisch das Machine Learning Modell, trainieren das, dass wir dann nachher reinbringen in den Prototyp und dann das dem Prototyp end-to-end vorstellen und Ihnen auch helfen, das sozusagen intern in Ihren eigenen Betrieb dann vorzustellen. Ja, wir halten diese Innovationsprojekte, der Sinn und Zweck ist eben gerade vor allen Dingen auch von den existierenden Kunden, die irgendwann an einem Punkt sagen, Mensch, wir möchten endlich mal wieder noch mal ein bisschen weiter skalieren, was bahnbrechend ist, dafür sind wir da. Ja, das sind dann diese Innovationsprojekte, an die wir sehr interessiert sind, Sie also in unserem Lab willkommen zu heißen. Dann machen wir ganze Immersion-Events. Also wir haben zum Beispiel mal jetzt kürzlich ein Legal-Event gemacht, also alle Lösungen von GDPR zu, sechs verschiedene Demo, End-to-End-Demo-Lösungen, die wir selber für unsere eigene Automation anwenden, haben wir dort vorgeführt, die dann sofort gleich bei den Kunden gesagt, Mensch, das brauchen wir auch, können wir das gleich weiterverwenden. Und das ist also unheimlich hilfreich und interessant. Und wir planen noch weitere industriespezifische oder auch landspezifische Immersion-Events. Wir haben gestartet am 26. März und haben schon so viele Kunden sozusagen in den verschiedenen Projekten und Immersion-Events bedient. Es war also wirklich echt, es ist wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und das macht uns eine Menge Spaß, weil da lernen wir so viel, wir lernen so viel von Ihnen über die eigentlichen Use Cases und hier, Food for Thought zu geben und dann tatsächlich auch Lösungen zu bauen. Was sehr ungewöhnlich ist in unserem Lab, man kann also ganze
Automation First 10 wirklich erleben. Also man sitzt dann auf diesem Hockern und kann dann sehen, okay, am Flughafen, wenn ich jetzt über meine Mobile App meinen Roboter ansteuere, wie das dann sozusagen hinten am Arbeitsplatz ausschaut. Oder ich kann Callcenter-Agenten dazwischen schalten, man kann also sozusagen hier so eine Konversation simulieren, man kann sehen, wie der Attended Robot dann den Callcenter-Agenten unterstützt und man kann auf dem anderen Arbeitsplatz sehen, wie der Attended und Unattended Robot, also der Robot im Hintergrund und der mit mir auf meinem Desktop arbeitet und mich unterstützt, wie die beiden zusammenarbeiten. All das können wir sozusagen durchspielen und es macht wirklich einen Unterschied, wenn man das richtig greifbar vorgestellt bekommt. Wir spielen auch mit Technologien um, wo manche sich dann sagen, müsste das wirklich sein? Wie zum Beispiel diese Lösung. Das ist also ein... Hi there, welcome to UiPath. Would you like to learn more about our roadmap? Yes, please. Okay, make yourself comfortable and let's begin. I am delighted to tell you more about our product roadmap and our intelligent automation capabilities. By the way, to make this not too boring, I will stop and let you ask questions as I would like my presentation to be more interactive. You can also just say stop and I will end my presentation. Ready? Yes. We are living in very transformational times. Some people call this the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution is going to have an even more massive impact on what we do and what we're going to focus as the workers in their work life. Okay, der Punkt von diesem, also ist, man kann sagen, ein bisschen gimmicky, aber eigentlich nicht, weil wo kann man diesen Robot verwenden? Dieser Robot ist in der Lage, das Gesicht zu erkennen, wenn man sich abwendet oder wenn man weggeht oder wenn man freudig ist oder nicht freudig und dementsprechend kann der Robot sich dann darauf einstellen. Wofür kann man ihn verwenden? Man kann ihn verwenden, um eben Roleplay-Situationen für Training zu machen. Das ist nämlich ganz interessant und wir sind am Überlegen, wie können wir den einsetzen, um Automation beizubringen. Also praktisch aus diesem Robot einen Automation-Trainer zu machen, denn eigentlich ist dieser Robot wirklich nur eine Puppe und UiPath Robot ist der Puppeteer, ist also sozusagen der Puppenspieler. Und UiPath steuert auch diesen Robot komplett und programmiert den auch. Also das haben wir mit diesem Robot schon so weit gebracht. Und es ist recht interessant, wenn man sieht, wenn man da wirklich sozusagen einen Personal Trainer für Automation vorstellen kann, eben mit dieser Roboterlösung, dieses humanoide Gesicht, das also sich auch tatsächlich kann einen angucken, kann blinkeln und blinzeln oder wenn man dann irgendwie weggeht, dann sagt, warum willst du nicht mit mir reden oder so. Also solche Sachen, das haben wir, das ist recht engaging. Also man wundert sich auch, dass Menschen viel einfacher sich gegenüber eines Roboter öffnen, als in anderen Menschen gegenüber, gerade beim Roleplay. Ne? In wie vielen Fällen braucht man beim Training Roleplay, damit das richtig, sagen wir, besser eingeübt werden muss und das kann man hiermit ganz gut machen. Und die Technologie, es ist eine kleine schwedische Firma, ist auch ein bisschen, also wir sind immer am Tweaken mit der Technologie, die ist noch recht, sagen wir mal, noch nicht ganz ausgegoren. Aber ich sage mal, dass diese Chatbot-Entwicklung wird weitergehen, eben auf diese Ebene, dass eben auch solche Sachen mehr, also ein human-like Interface zu haben, eine richtige Rolle spielt. Ja, wir haben hier einen Stand, da können Sie dann auch gerne selber ins Lab gucken mit Virtual Reality, das wir nämlich da auch unterstützen. Das heißt, man kann sich dann durchklicken und man kann dann dementsprechend Demos sehen. Also Virtual Reality ist auch etwas, deswegen kam dieser Begriff Immersion. Man taucht irgendwo ein in eine andere Umgebung. Wenn man das mal ausprobiert am Stand, dann werden Sie sehen, dass man taucht wirklich in eine andere Umgebung ein. Also auch damit wird rumprobiert. Wir bauen die Immersion Labs. Wir haben Bukarest, unser erstes großes Lab. Das sind 856 Quadratmeter, also auch ein Trainingscenter dabei. Das heißt, wir können da ziemlich viele Leute auch entertainen. Wir haben ein großes Lab in Seattle, das wir jetzt aufbauen werden, in Bangalore kleineres und auch in New York. Und in Tokio kommt auch ein Lab entsprechend
das dann eher so Anfang nächsten Jahres aufgebaut werden wird. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich noch weitere Labs aufbauen, weil der Demand oder die Interesse daran doch wirklich groß ist. Einfach eine Umgebung zu haben, wo man wirklich mal, ich habe das in Paris gesagt, wie so eine Küche, ne? Man kommt hin und man kann da mal einfach mal so ein paar Rezepte kochen und dann wirklich sehen, wie das ausschaut. Wie sieht die Automation konkret aus? Das macht schon viel aus. Und in dem Sinne lade ich Sie ein, im November zu uns zu kommen. Da machen wir das alles in Deutsch. Also verschiedene Demos, die wir bereitstellen. Wir haben dann Demo-Stations dort. Dann kann man dann verschiedene andere Demos, man kann den Leuten direkt interacten. Wir haben dann entsprechend auch unsere Execs dort, die dementsprechend auch noch mal ein bisschen was mitteilen werden. Vielleicht wird auch Daniel da sein. Also es wäre jedenfalls toll, wenn ich Sie dort begrüßen könnte im November. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, bin ich durchaus offen. Ansonsten finden Sie mich am Stand nebenan und das Team vom Immersion Lab. Dann können Sie dementsprechend auch noch mal Fragen zu, was ich hier vorgestellt habe, stellen. Ich bedanke mich.